Liebe Gemeinde, den Finger in die Wunde legen, das ist heute sprichwörtlich für jemanden, der auf ein Problem hinweisen will. Thomas, einer der 12 Jünger, konnte es nicht glauben, was die anderen mit überschwänglicher Begeisterung von dem auferstandenen Jesus erzählen. Es ist, als wolle er sie zur Vernunft bringen. Begreift es, Jesus ist tot. Mit einer grenzwertigen Forderung macht er das ganz deutlich. Er will mit seinen Fingern die Wunden Jesu berühren. Sonst kann er an die Auferstehung von Jesus nicht glauben. Soll doch niemand meinen, ihm könnte man ein Theater vorspielen. Thomas, der Zweifler, so heißt er von daher für viele. Dabei ist das nicht gerecht. Denn gezweifelt haben die anderen doch auch. Sie konnten es nicht fassen und nicht für möglich halten, was es bedeutet, dass das Grab leer war. Maria hielt Jesus für den Gärtner. Und die Jünger auf dem Weg nach Emmaus hielten ihn für einen reisenden Fremden. Blöd gelaufen für Thomas, dass die anderen ihm inzwischen schon einen Schritt voraus waren. Obwohl sie dafür auch nichts konnten, der auferstandene Jesus war ihnen einfach schon begegnet. Und Thomas war eben nicht dabei gewesen. Deshalb hat er nicht glauben können, was die anderen ihm da freudig erzählt haben. Das ist zutiefst menschlich. Das gibt es bei Christen und auch bei Nichtchristen. Die einen haben etwas erkannt, was den anderen noch unmöglich erscheint. Und so ist der Zweifel von Thomas nur so lange richtig und klug, bis Jesus vor ihm steht und sagt, dann mach mal, Thomas. In diesem Moment wird Thomas klar, was ihm bis dahin nicht bewusst war. Unser Vertrauen auf Gott kann sich nicht an den Dingen festmachen, die wir sehen und begreifen können. Unser Vertrauen ist ein Geschenk, das aus der Begegnung mit Gott entsteht. Unser Glaube beginnt und wächst, wenn Gott aus der Verborgenheit heraustritt und sich uns offenbart. Auch Thomas sehnte sich im tiefsten nach der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Selbst wenn er es in seiner Verzweiflung für unmöglich hielt und es dann auch in ziemlich herausfordernde Worte gepackt hat. Jesus geht auf Thomas' Worte ein. Er legt sozusagen seinen Finger in Thomas' Munden und fordert ihn heraus, sei gläubig und nicht mehr ungläubig. Thomas, den alle den Zweifler nennen, erkennt, wer Jesus wirklich ist. Und er sagt den Satz, für den ihn eigentlich alle kennen sollten. Er sagt zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Was für ein großes Bekenntnis zum Auferstandenen. Mein Herr und mein Gott. Thomas, der Bekenner, sollte er eigentlich heißen. Dass er später dran war als die anderen, ist jetzt bedeutungslos. Sichtbar wird nur, dass auch er, der ein Zweifler war, glaubt und Wichtiges im Glauben erkannt hat. Von jetzt an sollte der Groschen gefallen sein. Es geht nicht um Sehen und Begreifen. So ähnlich fasst es Jesus zusammen. Es geht im Glauben um ein Vertrauen aus der Begegnung mit dem Auferstandenen. Möge Jesus selbst auch in dein Herz sprechen. Sei gläubig und nicht mehr ungläubig. Amen. Ich glaube an den Vater im Himmel, den Schöpfer, der Welt Leben gibt. Allmächtig und barmherzig und gnädig, der seine Kinder unendlich liebt. Darauf Grund.
glaube an den Sohn Jesus Christus, ganz Gott und doch ganz Mensch, so wie wir. Am Kreuz gestorben und auferstanden. Ich glaube an die Kraft seines Geistes, der uns lebendig macht und befreit, der uns zusammenführt als Gemeinschaft, der Leben gibt bis in Ewigkeit. Darauf lasst uns beten. Jesus, unser Herr und unser Gott, wir Menschen suchen an so vielen Orten nach dem, was unser Leben erfüllt und unserer Seele Frieden und unserem Geist Ruhe schenkt. Lass dich von uns finden. Zeige uns, wie wir dir mehr vertrauen können und wie aus unserem Vertrauen auf dich die Gaben in uns wachsen, die du uns schenken willst. Sende deinen Heiligen Geist in uns, dass er uns tröstet, wo uns Traurigkeit und Angst die Gewissheit rauben wollen. Dass der Heilige Geist für uns eintritt, wo uns die Worte fehlen und wir nicht wissen, worum wir bitten sollen. Dass der Heilige Geist uns ermahnt und leitet, wo wir auf verkehrten Wegen unterwegs sind, von denen wir umkehren müssen. Wir wollen unsere Gedanken neu auf dich richten und deinen guten Weisungen folgen. Wir bitten dich für die unter uns, die von Krankheit betroffen sind. Heile sie, erfülle sie mit Kraft, tröste sie. Für die, die bis zur Erschöpfung für andere da sind, stärke und ermutige sie und bewahre sie. Für die Einsamen unter uns bitten wir um Gesprächspartner und um die Möglichkeit der Begegnung, ohne sich dabei anzustecken. Und wir bitten dich um ergiebigen Regen, damit die Natur und auch wir Menschen vor noch größerem Leid bewahrt werden. Unser Herr und unser Gott, begleite und bewahre uns. Lass unser Vertrauen zu dir wachsen. Amen. Lasst uns beten mit den Worten, die unser Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Darauf verlasse
Ich bin mit Gott.